Hallo zusammen und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einem kurzen Clip heute zu einem Stellwerk. Es wird auf jeden Fall interessant, wie immer. Bleibt auf jeden Fall eingeschaltet. Bis gleich. Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig und heute nehmen wir euch mit in die Überreste des ehemaligen Stellwerks Nummer 24. Das Stellwerk Nummer 24 entstand 1905 und innerhalb von nur einem Jahr hatte man hier diesen kleinen Klinkerbau, der trotzdem immerhin drei Etagen hatte, hochgezogen. Heute ist das Ganze ein Baudenkmal, vermutlich wegen der Optik und vor allem wegen dem Eisenfachwerkturm, der das Gebäude sehr markant macht. Die mechanischen Stellwerke sind ja mit Beginn der 1990er Jahre alle abgeschafft worden. Heute wird ja bei der Deutschen Bahn alles elektronisch geregelt. Zu viel ist passiert und so spart man nicht nur Personalkosten, sondern auch den Unterhalt der verschiedenen Gebäude. Dieses Gebäude bleibt uns auf jeden Fall erhalten und das ist auch gut so. Entstanden ist dies im Zuge der kompletten Umstrukturierung dieses Areals und dazu zählt vor allem der Hauptbahnhof und seine immens große Gleisanlage sowie die umliegenden Gebäude und dazu zählen der Freiverladebahnhof und der Postbahnhof sowie auch das ehemalige Heizwerk, welches ich euch gerne hier oben rechts verlinken werde, denn da solltet ihr auf jeden Fall mal einen Blick reinwerfen, eine sehr interessante Anlage. Im Inneren des Stellwerkes gab es allerdings nicht viel zu sehen. Wir haben hier Überreste der ehemaligen mechanischen Anlagen. Oben, wo das eigentliche Bedienterminal war, konnte man nichts mehr wiedererkennen. Es war alles entrissen und zerstört. Ihr seht ja selber, wie es aussieht. Graffiti überall und vermutlich schlafen auch öfters mal hier Obdachlose drin. Das soll es im Prinzip jetzt auch schon gewesen sein. Wir zeigen euch jetzt noch ein, zwei Bilder. Schaut auf jeden Fall wieder rein und schaut euch das Bahnheizwerk an, was ich euch verlinkt habe. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Thank you.